Hallo, liebe Gemeinde, und willkommen zu Shoki Banoki New Television mit Daily, der Tagesdosis Angeberwissen. Ja, ich bin der Sascha und das ist hier Pastor Till. Pastor Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Und wir haben heute wieder ein Geburtstagskind am 20. August. Und das ist? Helge! Helge Schneider hat Geburtstag. Happy Birthday, happy Birthday, happy Birthday to you, sag ich dann. Wunderbar. Ja, Helge Schneider ist, wann ist denn der geboren? Der ist 55 geboren. 55? Ja. Schon ein bisschen älter, ne? Ja, ist eigentlich ein sehr geiler Musiker. Ja, Helge Schneider ist Weltklasse. Also ja. Helge Schneider, kannst du mir... Was so? Kannst mich nachts um 3 Uhr wecken und ich gucke gerne Helge Schneider. Ja, es ist eigentlich schon wieder fast tragisch und traurig. Man kennt ihn jetzt so quasi mit Götzenklo, Götzenklo und sowas. Aber eigentlich ist es ein wirklich begnadeter Musiker, der nur, weil er mit, sag ich mal, richtiger Musik nicht erfolgreich war, irgendwann gesagt hat, okay, dann mache ich Scheiße. Und damit ist er erfolgreich geworden. Aber wenn man seine Auftritte sieht, also die Konzerte und sowas, wo er dann halt erzählt und erzählt und erzählt, zwischendurch spielt er immer ganz viel Musik und da, also man muss sagen, er ist halt einfach ein Könner. Genial. Definitiv. Ja, aber am 30. August 1946, also 9 Jahre bevor Helge Schneider auf die Welt gekommen ist, wurde das Bundesland Rheinland-Pfalz gegründet. Ja. Da sagen wir doch herzlichen Glückwunsch, Rheinland-Pfalz. Bravo, bravo, bravo. Also heute auch im Prinzip Geburtstag Rheinland-Pfalz. Ja. Ne? Ja. Warst du schon mal in Rheinland-Pfalz? Ich war schon in Rheinland-Pfalz. In Mainz? Da auch. Ja. Und es gibt ja noch so ganz viele andere tolle. Richtig. Ja. Aber am 30. August ist noch was? Ja, am 30. August 1926 wurde ein Rekord aufgestellt und zwar im Langstreckenschwimmen, und zwar ist der Kölner Langstreckenschwimmer Ernst Vierkötter in 12 Stunden 42 durch den Ärmelkanal geschwommen. 12 Stunden? Ja. Alter. Und dieser Rekord wurde 20 Jahre lang nicht gebrochen. Also wir sehen ja hier auf der Karte, sehen wir ja hier Calais und Dover. Und knapp unter Calais, da ist das Cap Grisnez, heißt das, ne? Da sieht man vielleicht nicht so gut, aber Cap Grisnez ist es. Und von dort aus startet man, wenn man direkt schwimmen will, das ist die kürzeste Strecke, nach Dover rüber. Und da braucht er schon 12 Stunden allein zum Schwimmen. 12 Stunden, wenn ich 5 Minuten schwimmen muss, kacke ich komplett ab, weil ich bin der schlechteste Schwimmer der ganzen Welt. Ja, und wenn ich im Meer schwimme, dann frisst mich kein Hai, weil er denkt, das ist keine gute Ware. Ja, und bei mir, das mache ich quasi zwischen Frühstück und Mittagessen. Du bist so ein verschissener Angeber, ehrlich. Naja, gut. Das ist Sinn der Sendung. Achso, ja, aber blöd, wenn ich jetzt gerade nicht schwimmen kann. Ah, ich bin halt Antischwimmer. Egal. Ja, das war Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 30. August. Heute mit Till. Till und sein Vlog. Geht mal auf seinen Kanal. Ihr könnt natürlich auch hier Shoki Banoki New Television abonnieren, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Ist ja klar, aber seid ihr wahrscheinlich schon lange. Und wir treffen uns morgen wieder hier am Kanal. Cheerio, Miss Sophie.